Ja, hallöchen, ihr lieben Leute von heute. Ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Cube Escape, von Rusty Lake Cube Escape Seasons. Ja, Seasons, quasi die Jahreszeiten, ne? Die vier Jahreszeiten, so soll es sein. Tja, wir sind im Frühling und im Sommer fertig. Jetzt kommt der Herbst 1971, Leute. Da schnuppern wir mal rein. Da haben wir natürlich wieder ein Bild, wo wir ein Foto benötigen. Ah ja, das habe ich schon angezündet, genau. In der letzten Folge habe ich da schon begonnen, dass ich das aber mal anzünde. Jetzt haben wir da einen Fernseher, oh mein Gott. Was sehen wir da auf dem Kanal eigentlich? 3, 4, 5, 6, nö, da sieht man eigentlich nicht wirklich was. Ah doch, wenn ich auf 1 klicke. Dann haben wir 2, oh 6. Warte mal, was steht bei der 2? Da ist nichts gestanden, gell? Auf der 3 steht 6. Auf der 4 haben wir nichts. Also die Zahl 6 haben wir da auf jeden Fall einmal. Boah, da ist Blut an der Wand. Leute, da ist Blut an der Wand. Was haben wir da? I'm afraid I will do something horrible. Ich fürchte, ich werde etwas Schreckliches tun. Da haben wir wieder Therapie und Angeln, da haben wir wieder die Tabletten und da haben wir irgendein ein Stück von einem Foto. Ist das geil. Ein Stück von einem Foto. Na, da brauche ich wieder mal 4 Stück, schätze ich mal. Ne? Was haben wir da jetzt? Die Vergangenheit ist nicht tot. Sie ist nicht einmal vergangen. Okay. Legen wir mal auf. Das kostet alles. Was ist das da? Okay. Na, schauen wir mal in den Laden rein. Vielleicht findet man da drinnen ja irgendwas. Da haben wir zum Beispiel ein Messer. Ein Messer haben wir da. Kann man mit dem Messer vielleicht da irgendwas machen? Nö. Ich habe keine Ahnung, Leute. Also die ersten 2 Folgen waren ja, Leute, Chaos. Katastrophal, Leute. Katastrophal. Oh. So, da haben wir auf jeden Fall jetzt einmal... Achso, nö. Da haben wir was. Schwer zum Heben, das ist klar. Kann ich das mit einem Messer aufhebeln irgendwie? Nö, kann ich nicht. Da haben wir den Vogel, mit dem kann ich wahrscheinlich... Entschuldigung, Leute, pass auf. Oh mein Gott. Und da haben wir ein zweites Foto. Oh, der arme Vogel. Der tut mir so leid. Der arme Vogel. Tschüss, mach's gut. Ruhe in Frieden, lieber Bipmatz. Ach du Schande. Ich glaub's einfach nicht. Weil da haben wir jetzt einmal 2 Bilder hängen. Okay, da haben wir 2 Bilder hängen. So, gibt's da vielleicht irgendwo noch ein Puzzlestück? Ja, das kann man wahrscheinlich mit... Nö, das kann man mit dem Messer nicht abmachen. Habe ich ja schon markiert gehabt. Ja, es klemmt. Ne? Es klemmt. Da haben wir nichts drin. Da haben wir auch nicht. Da haben wir nichts drin, Leute. Okay. Aber vielleicht probieren wir mal mit dem Messer das Bild zu zerschneiden. Nö, das kann man voll nicht machen. Ja, denken wir mal so. Was können wir machen? Mit dem Messer vielleicht das da rausschneiden. Oh mein Gott. Da war was. Leute, ich schwör's, da war was. Oh, es reißt's mich. Leute. Es ist grausam. Da ist auch nichts drin. Gehen wir mal die 2 Stücke da rein. Ja. Auf dem Brett ist da auch vielleicht nirgends ein Foto oder sowas. Also ein Fotostück, aber ich meine, ja, wird wahrscheinlich. Was ist da? Da steht 12.10. kann das sein. Da ist irgendwer gestorben. Da ist irgendwer gestorben, Leute. Ich schwör's euch. Ah, da schaut einmal. Ach Leute.
drehen wir mal das Licht auf, machen wir mal zu da. Also irgendwie... Also kann ich da momentan jetzt auch nichts machen. Mit dem Messer vielleicht das hier aufmachen? Nö, verschlossen. Diese Uhr. 6. Vielleicht 6 Uhr? Oder 12. Naja, da haben wir 6 Uhr. Na? 6. Wenn das 6er ist. Also das habe ich schon probiert, gell? Das kann man auch nicht irgendwie verstellen. Da haben wir auch kein Fotostück irgendwo. Nö, nö, haben wir nicht. So, haben wir da vielleicht jetzt irgendwas? Weil ich habe es auf 6 getan. Auf 6 Uhr, weil ich ja da auf dem Bild gesehen habe, 6, ne? Ganz nicht gut, das hatten wir schon mal. Kann ich auch nicht. Was hat der? Der hatte das Fotostück da drin gehabt, genau. Da ist es auch sonst nirgends was drin, schätze ich mal. Also mit dem können wir dann, schätze ich mal, nichts mehr machen. Da ist was, schaut mal. Da haben wir ein Fotostück. Nö, erwartet mal, vielleicht hier aufschneiden oder sowas mit dem Messer. Nö, auch nicht. Das habe ich schon probiert, gell? Ja, das habe ich schon vorhin probiert mit dem Messer. Gehen wir das dritte Fotostück mal da dazu. Vielleicht sehen wir jetzt was. 6. Da soll was sein. Also ich schätze mal auf dem Kanal 6. Ich weiß nicht, ob es entweder 6 Uhr, also mit der Uhr, was zu tun hat. Boah, das ist dieses Lied, Leute. Ich schwör's euch. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Okay, da können wir auch nichts machen. Ist gar nicht so einfach. Vielleicht irgendwo dahin klicken. Heiß. Gut, das kann ich auch nicht anzünden. Klar, da gibt man den Würfel rein, wenn man den Würfel nachher dann hat, dann mal, ne? Ich
werde etwas Schreckliches tun. I'm afraid I will do. Ich werde etwas Schreckliches tun. Eieiei. Irgendwas ist auf der 6. Passiert da noch irgendwas? Also waschen kann ich das Messer ja auch nicht. Und mit dem aufschließen kann ich es auch nicht. Da ist Blut an der Wand. Da ist nichts drin. Das ist gar nicht so einfach, wenn man nicht weiß, hey, na, wie geht's da weiter, was kann man da weitermachen und keine Ahnung was. Zu schwer zum Heben. Na, zu schwer zum Heben. Aber ich schaue mir mal das eine. Das ist genau, das ist der See. Den hatten wir in der letzten Folge gesehen, den See. Das kann man auch nicht abschneiden oder sowas mit dem Messer. Warte mal, was ist denn da? Achso, ne, das ist nur die Wand. Es muss mit dem Fernseher irgendwas sein. Sechs. Schauen wir mal, 6 und ändert sich vielleicht die Zahl, wenn man es länger lässt oder eher nicht. Ich habe die 6. Ah, Press 1. 2. Da haben wir 4 Uhr. Newsflash. Woman found dead. No sign of killer. 5. Channel 5. 3. Da haben wir die 2. Das zeigt an, wo man hin tun muss. Auf der 5 wieder. 4. Ah, und ich habe den Würfel. Und ich habe den Würfel, Leute. Und es regnet Blut. Leute, es... Aber ich habe das letzte Foto noch nicht. Zeigt auf der Uhr an. Müssen wir mal schauen. V
4 Uhr, hat auf der Uhr angezeigt. Wow, da ist überall Blut, Leute. Schaut das an. Pfui, Kaki. Es regnet Blut. Leise. Gibt es da erst irgendwo ein Fotostück? Ich brauche noch ein Fotostück, Leute. Ach du Schande. Sehr skurril. Wirklich. Mal rauf hier, geben wir den schwarzen Würfel da mal rein. Season 3. Ich brauche aber noch ein einziges Foto, Leute. Schaut mal. Ah, da haben wir's. Komm her zu mir, flieg runter. Ich erwisch dich nicht. Ich brauch dich. Da flieg am Boden. Flieg am Boden. Da ist. So, Leute, jetzt haben wir das letzte Foto. 12.10.1971. Cool. Ja, das war's. Auch mit dem Herbst 1971. Ach, naja, also es ist wirklich nicht ohne. Man muss genau schauen. Das ist ja das Extreme bei dem Spiel. Man muss wirklich genauestens schauen, ja. Und dann kann man dann weitermachen. Wenn man da endlich irgendwann einmal was findet, Leute. Jo, das war's auch mit dieser Folge. Ich möchte liebe Grüße da lassen an die liebe Alexa. Alexa zockt, besucht ihren Kanal. Hallöchen, danke fürs Zuschauen. An meine Mutti, hab dich lieb. ja, die auch immer wieder fleißig zusieht. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder im Winter 1981. Bis dahin, macht's gut. Game over, ciao.